Tja, was soll ich sagen? Es regnet und wer ist noch unterwegs? Ich. Weil ich mal wieder zu spät losgekommen bin. Und wie angekündigt, pünktlich um 19 Uhr hat es angefangen zu regnen. Oh je, und jetzt hat es auch noch zum ersten Mal geblitzt. Schön, oder? Bestes Wetter, um wie ich unterwegs zu sein mit Donner im Hintergrund. Obwohl es ja heute hier relativ frisch ist. Also vorhin waren es irgendwie 17, 18 Grad. Und jetzt keine Ahnung, da ich mal wieder kein Internet hatte. Was allerdings ganz gut ist. Da ich ja gerade so ein bisschen Internetpause versuche zu machen. Jo, und jetzt ist natürlich doof, weil ich jetzt noch ungefähr 1 Kilometer bis zum Schloss habe. Und dann ist es wahrscheinlich dunkel. Tja, der Sommer ist halt leider rum. Und die Tage sind wieder kürzer. Allerdings muss ich sagen, Herbst hat ja auch seine schönen Seiten. Wenn alles schön goldgelb ist und bunt und natürlich die Sonne scheint. Nicht wie jetzt hier ein Megaschauer mit Gewitter. Ja, es rumpelt. Ich weiß nicht, ob man das hier hört. Naja, gut, ich komme gut voran. Ist ja kein steiler Abstieg. Mit Felsen und Wurzeln, so ein schmaler Pfad. Bin ich hier auf so einem asphaltierten, breiteren Weg. Und das Gewitter scheint auch ein Stück weit entfernt zu sein. War ja eigentlich gar nicht angekündigt. Regen schon. Gut, ich habe gehofft, ich wäre schon um 19 Uhr fertig. Aber ich habe mal wieder zu sehr getrödelt. Naja gut, ich muss sagen, vorhin hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, da habe ich mich da halt ein bisschen länger aufgehalten. Aber man hat auch nicht immer so Sitzmöglichkeiten. Also manchmal kommt ja ständig was. Und manchmal kommt dann halt wieder gefühlt ewig nichts. Und dann gibt es halt auch so ein paar Bänke, die habe ich ausgelassen. Da ich sonst A nicht vorkomme und B waren die im Schatten. Und da es hier heute so frisch ist, wollte ich dann lieber in der Sonne sitzen. Denn irgendwie heute Mittag, wo ich los bin, waren es irgendwie nur gefühlte 12 oder 14 Grad. Aber selbst bei diesen Temperaturen kommt man hier ins Schwitzen. Denn es gibt immer mal wieder ein paar steile Anstiege, obwohl es hier gar nicht so hoch ist. Ich glaube, hier ging es nur so bis 700 Meter. Naja, das hat ja nichts zu heißen. Und wie ihr ja wisst, wie ich bereits erwähnt habe, der Rückweg zieht sich immer. Vor allem, wenn dann keine Highlights mehr kommen. Aber man kann halt auch nicht immer Highlights erwarten. Obwohl ja jetzt noch das Schloss kommt. Aber ich weiß gar nicht, ob man das besichtigen kann. Ich meine, ich hätte dann dem einen Reiseführer was gelesen. Irgendwas mit Museum, aber das hat wohl nur mittwochs und sonntags geöffnet. Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Naja, wie dem auch sei, jetzt kann es ja nicht mehr weit sein. Da stand nämlich vorhin was von 1,5 Kilometern. Und es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das Schild passiert habe. Also, mal sehen.